Schnick, schnack, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnack, schnuck. Schnuck. Schnick, schnack, schnuck. 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 Ja, okay, Gesine hat gewonnen. Ah, Gesine. Ah, Gesine hat gewonnen. Ganz knapp. Das war knapp. Willkommen. Hallo, liebe Forschungsstromgemeinde. Guten Abend. Hallo in die Runde und hallo, liebe Gäste hier. Ich hätte fast gesagt, im Studio, aber es gibt gar kein Studio, sorry. Im Home-Studio. Wir haben uns verdoppelt. Was ist da los? Verdoppelt, stimmt. Warte. Zellteilung. So, also wir haben da Lambert 2. Wie, was? Jetzt ist Claudia bei mir eingefroren. Ach nee. Okay, gut. Wer sind wir hier eigentlich? Also, ja, sag du doch mal, Claudia. Wer bist du eigentlich? Genau, also hallo. Normalerweise machen wir hier Forschung. Nein, normalerweise reden wir über Forschung. Heute spielen wir mit oder über Forschung. Mein Name ist Claudia. Ich bin Professorin für Wissenschaftskommunikation an der Technischen Hochschule in Köln und spiele aber auch normalerweise andere Dinge als die Sachen, die mit Wissenschaft zu tun haben. Genau, also ich bin regelmäßig hier. Wie ist mit, warte, ach Gott, das ist spiegelverkehrt. Lambert, wie ist mit dir? Was, du zeigst in die richtige Richtung. Ich ja, ich meine, ich wollte eigentlich die Henning zeigen. Nee. Ja, das ist genial, danke. Ja, ich bin Lambert, ich ströme aus Hannover und leite das Open Science Lab an der TIP, aber nur tagsüber. Nachts streame ich dann Forschungsstrom Henning und Claudia. Henning, nee, Moment, so. Genau, ich bin, wer bist der du? Der dritte Forschungsströmer. Ich bin Henning aus Berlin. Ich bin Kampffahrradfahrer und bin gerade im Urlaub und mache gerade mit meinen Kindern die Hallenbäder in Berlin unsicher, solange das Corona-konform geht. Und mein Kampfname früher beim Computerspielen war Hisse. Man braucht ja immer so drei- oder vierstellige Namen, weil ja die Ranglisten damals noch ganz wenige Bits nur zur Verfügung hatten, wo man sich abspeichern konnte. Dann müssen wir heute tatsächlich mal unsere Gaming-Nix da rein. Ich dachte mir, wenn wir schon spielen heute, eigentlich bin ich überhaupt kein Spieler, aber deswegen freue ich mich, dass wir ein paar Spielprofis dabei haben. Ich gebe mal weiter hier nach unten zu OVNN. Hallo, was machst du hier? Sehr schön, dass hallo. Du da bist. Ja, ich bin Christoph. Ich mache nichts mit Forschung. Ich bin heute nur zum Spielen da. Bin aber auch Kampfradler. Yeah. Definitiv Gemeinsamkeit. Gut. Dann gib mal weiter. Ich gebe dann mal weiter. Zu Gesine. Ja, hallo. Ich bin Gesine. Ich bin in der Wissenschaftskommunikation und mache Fotos und Filme. Und ich spiele sehr gerne. Habe angefangen mit C64, Summer and Winter Games. Ich kenne das noch alles, aber jetzt hier das erste Mal auf Twitch, das ist alles so neu hier. Das heißt, mal gucken, wie ich mich hier zurechtfinde ohne... ohne Joystick meinst du? Ohne Joystick und ohne Load, 8,1, Load Rayburn. Bei Summer Games kann man den Witz, den wir in der Vorbereitung kurz hatten, wirklich anwenden, dieses... Okay. Gebe weiter an. Ach genau. Das ist so schlimm mit dem Spiegelverkehr. Ich bin so froh, dass ich der Letzte bin. Genau, mein Name ist Dan oder Aaron hier auf Twitch. Tagsüber bin ich Informatiker in Leipzig und abends meistens oder öfter ab und zu mal Streamer, auch Adventure-Spiele, viele Rätselspiele, solche Sachen. Und Leute, müssen wir mal kurz appreciaten, Aaron ist daran schuld, dass ich auf Twitch gelandet bin und selber streame. Der hat mir nämlich als erstes gezeigt, wie es funktioniert. Das heißt, die Forschungsstrom gibt es nur wegen ihm. Hauptsache, wir haben die Schuldfrage mal geklärt. Das ist gut. Ja. Gut gemacht, Aaron. Schuld. Immer kriegt er so ein Shirt von uns mit dem Forschungsstrom-Logo. Ich bin schuld. Ja, schuld. Was muss ich denn bei Twitch? Das klingt so, als ob wir total kompetente Gäste haben. Ich bin sehr froh. Dann könnte es klappen mit dem Spielen. Dann sagt doch nochmal eure Twitch-Namen, dass die ZuschauerInnen wissen, wem sie da folgen müssen. Stimmt, genau. Ich kann ja mal im Chat sogar erwähnen. Oder das sieht man, genau. Sieht man wahrscheinlich auch, wenn ihr direkt in den Chat was reinpostet. Ne? Genau, Claudia macht das ja schon.
Für mich wäre das Aaron-DC und für OVNN ist das OVNN-TV. Genau, da könnt ihr einen Follow da zahlreich. Biblionik, ich bin Lambert. Stimmt, du hast ja auch einen, du hast ja sogar mal was gestreamt, ja, okay. Ja, gut, ich gebe es ja zu, ich bin hier nicht so aktiv sonst. Okay. Kommt noch, also, kommt noch. Und was wollen wir hier heute machen? Ja, letzte Folge hatten wir doch auch was mit Spielen dabei. Genau, richtig. Und ich werde jetzt mal hier das mit dem Bildschirm teilen schon mal angehen. Denn heute spielen wir ein Escape Game, und zwar das Escape Game, das uns letztes Mal, ist es schon 2 Wochen her oder 3? Mal vorgestellt wurde. Das von Julia, das Escape Game Escape Covid-19. So, ich füge das mal hinzu. So, da könnt ihr noch nicht viel sehen, aber wir haben es auch noch nicht eingeloggt. Ich schicke jetzt mal an die restlichen Mitspielenden den gleichen Link, damit wir sie da alle sehen können. Und für muss ich da ja auch Fuzzy, ne? So. Das lädt jetzt. Lambert ist ein heimlicher Jump-and-Run-Profi. Aha. So, jetzt habe ich das auch mal auf groß gemacht. Jetzt alle anschnallen, es geht gleich los. Es sieht schon gefährlich aus, oder? Ja, also wir müssen ja Covid-19 entkommen, habe ich gehört. Also das ist mein Stand des Wissens. Wir müssen Covid-19 entkommen und dafür müssen wir so einiges tun. Ihr seht, glaube ich, jetzt alle von uns allen diese kleinen Mauszeiger. Aaron, das ist bei dir genauso wie bei mir, ne? Das passt das mit dem Namen nicht mehr übereinander. Ja, wir haben es schon kaputt gemacht. Es geht noch nicht mal los. Was? Läuft schon. Ist nur für kleine Nicks irgendwie. Ja, genau. Nur für kurze Nicknames. Also mit langen Kleidern. Ihr habt das reverse-engineert, das Spiel. Das ist schon kaputt. Warum funktioniert bei mir gar nichts? Ich sehe überhaupt nichts hier. Egal, ich gucke einfach nur zu. Was soll's? Also du kannst uns natürlich auch immer fernsteuern. Ne? Also wenn du ja siehst, was wir machen, du kannst uns immer zurufen, was wir tun sollen. Genau, das ist der Sinn der Sache, ja. Genau, ich starte mal das Tutorial. Ja. Haben wir alle den Fullscreen-Modus aktiviert? Ja. Nee. Henning. Ich glaube, das ist. Ja, gut, aber dann kann ich gar nicht rübergehen ins StreamYard und mich muten. Das ist irgendwie, na gut, alles klar. Ach so. Das ist einfach nur ein Bildschirm. Ja. Schlimm, stimmt. Wir sind hier, okay, gut. Aber ich sag mal, check. Stimmt schon. Zum Lösen einiger Rätsel können Stift und Papier praktisch sein. Okay. Oh Gott. Da ich ja arbeite und spiele an einem Platz und streame und alles und einmal, habe ich natürlich alles schon da. I'm equipped. Du sagst das so, als ob das total plausibel da wäre, was du machst, Claudia. Was? Naja. Stift und Papier bereit haben beim Spielen. Achso, ja. Weißt du, Aaron kennt das. Wenn man Rätselspiele spielt, dann ist manchmal mit Zettel und Stift arbeiten doch irgendwie noch das Beste. Es, um sich nur ist immer hilfreich. Ja. Ihr kennt die Tricks. Genau. So, verbindet euch über einen Video- oder Sprachanruf. Check. Mhm. Nutzt dafür unbedingt Kopfhörer, damit ihr die Geräusche aus dem Spiel nicht doppelt hört. Hört ihr euch gegenseitig und das Spielaudio gut. Ich mache jetzt mal an, jetzt kann der Chat mal gleich sagen, ob die auch Wasser hören. Schon ein bisschen ekliges Wassergeräusch, oder? Hat so ein bisschen was von Klospülung eher, oder? Nicht von Wasserglas. Ja, absolut. Die wollen schon an dieser Stelle einen psychologisch runterer. Chat, hört ihr Wasser? Ja. Wasser war da. Okay, ich hätte es sonst noch 3-mal gemacht. Kein Problem. Okay, wir hören Wasser. Wenn ihr eure Mission erfolgreich abschließt, bekommt ihr eine Broschüre.
mit allen wissenschaftlichen Hintergründen zum Nachlesen. Mach doch Wissenschaft. Ich finde das so eine lustige Vorstellung, dass eine PDF-Datei so am Ende des Regenbogens steht, oder? Ich meine, hey, ich habe eine PDF-Datei. Okay, nein, egal, gut. Ja. Ich habe gewonnen, guck mal hier. Naja, ja. Wissenschaft. Ja, gut, check. Und zusätzlich gibt es bei einer Beantwortung unseres Fragebogens noch einen 5-Euro-Gutschein von House of Tales. Das ist der Anbieter, also die Plattform, über den dieser Escape Game von Julia bereitgestellt wurde. Damit helft ihr der Kommunikationsforschung. Schlechteste. Ihr könnt aber rein theoretisch auch klicken. Ne? Müssen wir gleich mal gucken. Manchmal kann es auch nötig sein, externe Links zu folgen. Ah, das ist dann natürlich immer ein bisschen fies, weil ich habe jetzt nur meinen Tab freigegeben. Da muss ich gleich vielleicht doch nochmal den Browser als Ganzes freigeben. Wir gucken mal. Der tut aber jetzt aber auch nichts, hinter links. Nee, genau, ne? Ist einfach nur mein Link geht nicht auf. Der geht bei mir auch nicht auf. Okay. Soll wahrscheinlich gut. Nicht. Pseudo. Mag mal jemand anders checken klicken? Soll ich? Ja, mach gerne. Naja. Links oben findet ihr die Expertentipps. Ich frage ihn mal. Ja. Hallo, das Tutorial fast geschafft. Ruf mich gleich noch einmal an, um die Lösung zu erfahren. Oh Gott, jetzt höre ich es aber tatsächlich doppelt. Hm. Ja. Also ich auch. Warte mal, wenn ich da drauf klicke, hören das haben die Leute im Chat auch doppelt. Moment. Gebt das Lösungswort Start ein und startet eure Mission. Wieso höre ich das doppelt? Das könnte Gesines Mikrofon sein, oder? Ja, ich, Mia Culpa, ich habe ja keinen Kopfhörer. Achso, mach mal kurz einen, mute dich mal kurz, dann testen wir das mal ab. Moment. Jetzt müsstest du nochmal in das StreamYard-Fenster wechseln. Ne? Ja, oder ich kann dich auch muten, das geht natürlich auch. Kannst du mich kurz muten? Ja, Moment. Dann checken wir das mal. Gebt das Lösungswort Start ein und startet eure Mission. Das war jetzt nur einfach. Genau, das war nur einfach. Ja, tatsächlich, Gesine, das kommt bei dir. Dann vielleicht Gesine, kannst du wenn du ein Headset in der Nähe hast, also einfach einen Kopfhörer, wo so ein kleines Mikro dran baumelt, würde es lösen oder sonst dich muten, solange du nicht selber was sagst. Stimmt, er muss hin und her springen. Ich versuche mal was. Okay. Warten wir so lange. Oh Gott, jemand hat im Chat Onleihe geschrieben. Aber es war ein ganz guter Witz über das Thema mit dem PDF am Ende des Regenbogens. Ach so, ja. Okay, stimmt. We appreciate it, JPT. Jetzt hier, Bibliothekarswitze müssen erklärt werden. Da haben AutorInnen denken oder haben gedacht, dass Bibliotheken daran schuld sind, dass sie so wenig verdienen. Und weil wir E-Books verleihen, anstatt auch nur Bücher, würden wir sie in den Ruin treiben, glaube ich, so ungefähr. Grob. Und die heißen Onleihe? Nee, Onleihe ist das Verleihsystem für E-Books. Okay. Hallo, hört ihr mich? Ja. Ja. Ich habe jetzt Kopfhörer. Okay, dann versuchen wir es nochmal einen Moment. Gebt das Lösungswort Start ein und startet eure Mission. Ja, das hat funktioniert. Also ich höre es noch doppelt, aber das ist egal. Alles gut, ich komme zurecht. Du hörst es doppelt, glaube ich, weil halt über Fuzzy, über Claudia, der Ton ja auch nochmal kommt bei uns. Genau. Also du könntest dein Chrome-Tab muten oder runterfahren von der Lautstärke. Aber hört ihr mich dann auch noch? Ja, das ist ja nur der Browser, den. Nee, jetzt hast du dich stumm geschaltet. Nur den Tab im Browser, in dem das Spiel bei dir läuft. Ach so, Moment. Nicht den Stream jetzt. Das ist das peinlich. Ach, ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach möglich, weil nachher ist dann StreamYard auch noch leise. Nee. Macht, Alles gut, lass uns loslegen. Okay, ja. Aber ich weiß gar nicht, wie. Ich weiß gar nicht, wie wir loslegen könnten. Dann müssen wir den Anruf 2 wohl noch einmal hören. Okay, also. Wir hören noch mal 1 und dann noch mal 2, oder? Hallo, ihr habt das Tutorial fast geschafft. Ruft mich gleich noch einmal an, um die Lösung zu erfahren. Gebt das Lösungswort Start ein und startet eure Mission.
Okay, dann gibt doch mal jemand Start ein. Wuhu! Yes. Wir sind so gut. Ha. Yeah. So, Gesine, starte mal das Game. Wir schreiben das Jahr 2020. In den Nachrichten wird die Bedrohung immer deutlicher. Covid-19 ist Feind und Herausforderung für die gesamte Menschheit. Eine Jahrhundertpandemie beginnt. Die Bevölkerung begibt sich in eine nie dagewesene Ausnahmesituation. Die Politik gerät in Zugzwang. Von den Gesundheitsministerien werden Handlungsanweisungen erwartet. Ärzte und Pfleger kämpfen. Doch die Pandemie fordert ihre Opfer. Die Lage spitzt sich zu. Und alle warten auf erlösende Ergebnisse aus der Wissenschaft. Die hätten eine Triggerwarnung vorschalten sollen, oder? Meine Güte, das habe ich ja gerade so Flashbacks an 2020. Homeschooling, nein. Was ist das grausamste Virus gegen den Fluch des Homeschooling? Da steht, warte auf folgende Spieler. Henning. Ja, also ist bei euch schon der Trailer schon vorbei? Ich bin gerade noch im Krankenhaus. Nee, also, bei uns ist er vorbei. Bei mir ist irgendwie alles... Dann warten wir halt noch einen Moment. Bei mir kreiselt es. Genau, da steht irgendwie was drunter. Man kann es kaum lesen. Ja, man kann es markieren. Dann sieht man es. Ah. Jetzt sehe ich gerade hier den Virus. Okay, du bist gleich bei uns. Ich hoffe mal, dass nicht noch viele von diesen Fullscreen-Videos kommen. Mein Rechner scheint überfordert zu sein. Ist das dann zwischen den Leveln generell so, dass dann alle auf alle warten müssen? Naja, egal, gut, gucken wir mal. Lassen wir uns mal so. Ja. Henning, der Buffer Krause. Das hat jetzt JP gesagt, nicht ich. Oh, es gibt gleich was. So, jetzt bin ich im Schlafzimmer angekommen. Ja, wir yes. auch. Okay, geht mal jemand ans Telefon. Da, ja. Guten Abend, wir haben einen Notfall. Es geht um die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus im Labor Ihrer ehemaligen Forschungsgruppe. Mich erreichte gerade ein Anruf. Dr. Morbus, der heute Nacht die Experimente überwachen sollte, hat sich mit den Daten über die vielversprechendste Sequenz zum Impfstoff ins Ausland abgesetzt. Sie müssen nun herausfinden, was genau Dr. Morbus entdeckt hat. Gelangen Sie möglichst schnell ins Labor und rekonstruieren Sie die gestohlenen Daten. Nur so können wir sicher gehen, dass wir eine Chance haben, unsere Bevölkerung vor dem Coronavirus zu retten. Wir gewähren Ihnen Zugriff auf unsere Datenbank, damit Sie sich ein Expertenteam für Ihre Mission zusammenstellen können. Nachdem Sie uns Ihre Auswahl mitgeteilt haben, stehen Ihnen diese Experten telefonisch zur Verfügung, um Sie bei Problemen zu beraten. Es ist dringlich. Handeln Sie schnell. Okay, wir tun was. Nee, Henning ist tatsächlich da. Eine Frage, habt ihr zwischendrin auch Musik im Hintergrund gehört? Ja. Kam die von irgendjemandem von uns oder war das tatsächlich im Game? Also falls sie von uns kam, wäre mein Tipp, während man nichts sagt und man im Hintergrund Geräusche hat, im Zweifelsfall sich kurz muten. Da jetzt ist zum Beispiel gerade wieder. Ja, ich glaube, das bin ich. Also ja, kurz ich, muten, während die läuft im Hintergrund. Ja, dann nicht so irritierend. Ach so, okay. Also in StreamYard muten meine ich jetzt. Ja, danke. Okay. Willst du deine friedliche Nachtruhe unterbrechen und die Mission annehmen? Wo ist das Nein? Ja. Wo ist das No? Okay. Ja. Planung, Impfstoff, SARS-CoV-2.
Biotechnologen das nicht gegendert finden. Haben wir BiotechnologInnen hier? Anträge fürs Bei. Mit Tieren den Virologen anrufen. Mit Freiwilligen. Der Link ist klickbar hier, der auf dem roten Zettel steht. Mhm. Bonn.fm, wo bleibt der Impfstoff? Also wenn ich den klicke, kann den leider der Stream jetzt nicht sehen. Die Musik auch. Also bevor wir Molekularbiologe und Biophysikerin in Anspruch nehmen, müssen wir, glaube ich, erstmal Forschungsmittel beantragen und ein paar Monate warten, bis wir überhaupt dazu in der Lage sind, das Projekt zu finden. Entschuldigung, konnte ich nicht vergleichen. Kann ich mir gut sein. Ich weiß auch nicht, ob unser H-Index hoch genug ist, um Geld zu kriegen. Dir fehlt doch völlig die Credibility, das zu erforschen. Also, es läuft die ganze Zeit so, dass wir immer alle das Gleiche sehen, ne? Genau, wir sehen alle das Gleiche, wenn jemand irgendwo draufklickt. Also einfach machen, im Zweifel müssen wir halt nochmal zurückklicken. Also, oh Gott, wir können sich diese ganzen 3067 Seiten durchklicken. Nee, okay, gut. Sie hört bei 3 auf, oder? Kann jemand von euch noch weiterklicken? Nee, okay, puh. Okay, wir jetzt ein bisschen... Aber, führt erstmal eine facettierte Suche ein, damit wir die Ergebnisse einschränken können. Sind ja, haben wir denn überhaupt Molekularbiologen? Also einen Virologen haben wir. Wieso ist das Datenbankkürzel C? Ich finde, wir sollten uns den Virologen schon mal vormerken, weil der kommt vielleicht an zweiter Stelle oder so, oder? Wenn wir den Molekularbiologen haben. Das stimmt. Haben wir denn, aber Molekularbiologe haben wir dann drin nicht gesehen, oder? Ich klicke mal ganz kurz. Ja, ja. Da ist keiner. Da ist einer. Eine Molekularbiologin. Ah. E war das Datenbankkürzel. Okay. Mhm. Warum war der eigentlich an? Das sind lauter zum Verwirren Leute dabei, die man nicht wirklich braucht, oder? Ja, denke ich auch, dass man so ein bisschen suchen muss. Hm. Kann man hier eigentlich noch irgendwas anklicken außer dem Notizzettel und dem Computer? Ich kann nicht mal mehr einen Kaffee trinken. Das Laptop, um bei LibGen die Paper zu finden, die man braucht, um das Thema zu verstehen. Oh, da. Ach nee, das war die Nachricht, die wir schon hatten. Ach so, okay, ja. Ach, das ist dann das Lösungswort, was wir jetzt aus den Datenbankkürzeln wahrscheinlich dann rauskriegen in der richtigen Reihenfolge. Oh. Ah, ja. Ich wüsste jetzt mal ganz kurz schon was, na egal. C und E müssten ja schon dabei sein. Also dann gucken wir mal kurz, in welcher Reihenfolge, oder? Also wir müssen... An diesem Punkt verstehe ich von euch Spiele-Nerds diesen Ansatz mit dem sich auf Notizzetteln was aufkürzen. Ja. Jetzt kapiere ich es. Also als erstes brauchen wir offensichtlich... Molekularbiologie. Dann brauchen wir einen Statistiker. Dann Biophysikerin. Mhm. Und ich glaube, dann Biotechnologen, oder? Mhm, weil dann brauchen wir den, also wenn wir mit der Analyse durch sind, müssen wir ja den Impfstoff irgendwie designen. Ne? Muss man mich erst erproben? Mich erst an den Tieren treffen? Na, aber ist das nicht erstmal designen und dann erproben? Weil sonst haben wir ja nichts zum Designen. Ach so. Ja, du meinst, sonst haben wir nichts zum Erproben, weil wir nichts designt haben. Ach so, oh ja, okay. Das macht natürlich Sinn. Im schlimmsten Fall, vielleicht sehen wir es am Lösungswort. Also dann eher die Biotechnologen und dann die Erprobung. Mhm. Also danach die Virologen und dann die Humanmedizin. Mhm. Okay, dann gehen wir mal das Dings auf. Dann. Genau. Ich habe mal mit. Beim Erproben kommt dann der Statistiker noch? Genau, Statistik. Also als erstes war jetzt Molekularbiologe. Das war, den hatten wir doch das schon. Das war doch die Dame. Das war ein E. E, genau. Jetzt sind Statistiker. An der das Stelle schon? Echt? Ja. Okay. Aha. Keine Ahnung. R. Ach so, weil man vielleicht dann bei dem Virus irgendwie statistisch drauf guckt. P, ja. R. Mhm.
Dann den Biotechnologen. Biotechnologie, genau. Das war, glaube ich, auf Seite 2 oder so. Stimmt, G. Nee. Da, K. K. Ah. Und dann Humanmedizin. Nee, erst den Virologen. Ah, stimmt, der erste Virologe, der war doch ganz am Anfang, der hatte da C. C. Das ist ja kein Wort. Wie gemein. Mhm. Mhm. Dann den Human. A. Der A. Das heißt, wir haben... E, R, P, K, C, A. Super Wort, okay. Dann tipp das mal ein. Gesine, du hast mitgeschrieben, ne? Ja. Okay. Ja. Yes. Yeah. Das wurde genehmigt. So geht das nicht in der Realität. Nicht? Doch, da sind die Mittel da. Datenbank, Leute suchen und alle sagen ja, haben Zeit und Geld. Ethikkommission hat auch schon zugestimmt. Ja. Genau, ja. Genau. Ja, auf zum Institut, würde ich sagen, wa? Ja, dann. Let's go. Nee, das ist aber kein. Nee. So sieht das auch in, so sieht es nicht aus. Sorry. Ich habe GVC und einen Teppich nach ihnen. Oh, was denn das? Kochsalz, Seifenlauge und Antibiotikum. Kann man das in den. In das, kann man das da irgendwie drunter stellen oder so? Nee. Nur zum Gucken. Oh, klickt nicht rum auf dem Antibiotikum, das brauchen wir nicht noch. Du hast noch keine Probe eingelegt. Entnimm zunächst. Ja. Ah, okay. Wie entnehme ich denn eine Probe? Aus der Umgebung stand da doch, oder? Ach so. Ja, dann ist das wahrscheinlich noch nicht für jetzt, ne? Okay. Ich klicke mal diesen Karton hier an. Oder auch nicht. Alles gut. Wie könnte der Code für den Fahrstuhl von Dr. Morris Labor lauten? Vielleicht verraten die Viren den Code. Ach, müssen wir es ansprühen, dann sehen wir das. Igitt. Okay, warte, was wolltest du eigentlich sagen? Ach so. Da war ein Karton. Klar, die stehen, diese Schale mit diese Petrischale steht im Karton, den wir auch so. Okay. Proben nehmen. Ja, dann. Haben wir das jetzt schon? Haben wir jetzt Proben? Keine Ahnung, lass mal gucken. Kann man das Ding nochmal öffnen? Dieses? Dann macht er ohne Oberfläche irgendwie hier wahrscheinlich das hier. Ah! Okay. Ja. Okay. Und jetzt können wir das wahrscheinlich nehmen und da drunter packen. Ach ja, sieh an. Okay, dann guck mal rein. Durch die Vergrößerung des Lichtkörpers lassen sich Bakterien erkennen. Die nächste Vergrößerungsstufe freizuschalten und die Viren zu untersuchen, eliminiere die Bakterien. What? Aber wahrscheinlich jetzt mit dem Spray wahrscheinlich. Ach genau, ja. Wahrscheinlich. Also was ja, hilft denn gegen Bakterien? Seifenlauge, oder? Oder bin ich total desorientiert? Also gegen Bakterien hilft doch Antibiotikum. Ach so, stimmt. Ihr habt recht, ja. Alles weg. Well. Oh. Na toll. Die Bakterien getötet. Okay. Oh, wir haben was freigeschaltet. Wir haben das Elektronenmikroskop. Wie, und das soll ein Elektronenmikroskop sein? Ist das irgendwie das credible? Gleiche in Blau. Ja, das gleiche in Blau, wollte ich gerade sagen. Das ist doch... Elektronen sind blau, das wisst ihr doch hoffentlich. Ach so, stimmt. Oh, jetzt aber mal im Ernst, das ist doch kein Elektronenmikroskop, oder? Nein. Im Rahmen dieses Spiels ist es eines. Du hast mehr Fantasie. Jetzt kannst du noch kleinere Bestandteile in der Probe entdecken. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal reingucken, sehen wir mehr? Oh. Ach, jetzt haben wir die Viren. Mhm. 0,16 Mikrometer. Okay. Ja, hauen wir doch das da mal scheint die Lösung drauf. Ja, genau. Hau mal was drauf. Viel hilft viel. Ich dachte, das wäre manchmal mit Chlor. War das nicht die Trump-Lösung? Alle einmal durchspülen mit Chlor, alle Bürger, die man so hat. Mr. Prosser sagt doch schon, zumindest ist es ein Mikroskop und da sind ganz viele Elektronen drin. Ja. Also rein technisch ist es ein Elektronenmikroskop. Aber es hat den auch nichts angehabt. Nee. So. Dann probieren wir es doch nochmal mit Seife.
Das wird bestimmt sie. Oh ja, das ist nicht so ein gut. Ein Teil. Das haben die nicht so gern. Die müssen verraten den Code. Ah, 1028. 8. Oder 1028? Okay. Ich glaube 10. 1028 würde ich auch sagen. Ja. Nochmal. Yes. Eigentlich schon wieder ein Film. Es ist ein ganz kurzer. Warte auf folgenden Spieler. Der Fahrstuhl ist einfach ein bisschen langsamer bei ihm. Stimmt, der ist so einen Lastenaufzug gefahren. Also nur Hand gekurbelt. Ja, schön. Oder er muss das Treppenhaus nehmen, weil 5 Leute ja schon im Fahrstuhl sind. Ne? Stimmt, da ist auch kein 2 Meter Abstand im Fahrstuhl, wenn wir da zu 6 einsteigen, Leute. Ja. Ich brauche meine Maske vergessen. Kannst du noch mal irgendwo draufklicken, Henning, oder ist das Video, siehst du auch die Spinte? Ich sehe den rotieren. Ach so, dann warten wir gar nicht auf dich, aber wir warten auf dich. Bei mir steht die Insel. Ja, ich sehe das auch, dass ich auf mich warte, aber eigentlich bin ich auch schon im Umkleideraum drin. That's weird. Naja, wir sehen das gleich, also. Kannst du das Video bei dir nochmal starten, eventuell? Über unten links? Wie würde ich das tun? Ich habe das gerade auch nochmal gemacht. Und links nochmal auf den Play-Knopf drücken. Der ist bei mir der Pause-Knopf fest eingefroren. Aber ich sehe auch Browser. Hast du vielleicht. Kannst du mit Steuerung F5 nochmal neu laden? Ich weiß nicht, ob es uns das Spiel zerschießt, aber. Ehrlich gesagt, komme ich hier nicht mal aus dem Fullscreen-Modus raus. Escape. Ah, doch. Ja. Okay. Ich lade mal neu. Ja. Okay. Es geht für uns weiter, aber du bist wahrscheinlich gleich wieder dabei. Was hättest du das Wichtigste vergessen? Na, Henning, ne? Genau. Maske, Hände desinfizieren. Schutzkleidung. Achso. Nee, Schutzkleidung. Wo ist denn Schutzkleidung? Hier, kann man auch drauf drücken. Aber ich kann auf nichts klicken. Es sagt mir bei allem das Gleiche. Echt? Was ist denn? Aber Schutzkleidung ist auch nicht. Ja, ihn mal anrufen. Achso, ja, eine gute Idee. Kann Statistiker bei sowas helfen? Guten Abend. Wie sich das Passwort für die Tür zusammensetzt, steht auf dem Zettel in Dr. Morbus Kittel. Habt ihr auch schon die Hinweise in seinem Spind entdeckt? Diese beziehen sich auf Teil A des Passwortes. Hierfür müsst ihr einfach die externe Webseite aufrufen und dort die auf dem Memo notierten Einstellungen vornehmen. Dann könnt ihr die Infektionszahlen der gegebenen Daten miteinander verrechnen und erhaltet so eine Lösung, von welcher die 4. und 5. Ziffer für das Passwort relevant sind. Okay, das müssen wir uns bestimmt nochmal anhören. Ja. Aber wir müssen doch erstmal überhaupt den Kittel finden. Wir kriegen ja immer nur das, wir können nichts machen. Ihr müsst den Spind finden, der sich öffnen lässt. Gibt es da nicht irgendeinen, den man anfassen kann? Das hilft alles nichts. Das Passwort für das Computerlabor ist 4, 2, 1. Das müssen wir jetzt trotzdem rausfinden. Euch, wir brauchen dringend den Impfstoffkandidaten. Wir haben das nie gehört. Ich hab... Was war das? 4? Nein, wir haben das nie gehört. Das cheaten wir ja. Das sind ja die Hilfestellungen da oben. Das sind die Hilfestellungen, genau. Wo war jetzt der Kittel? Aber der Kittel war doch hier, den hatten wir doch hier. Okay. Also das Datum, confirmed infection with COVID, absolute infection with COVID. Die USA minus China. China. Okay, das ist ja süß, okay. Kann man mal auf den Link gehen? Okay. Ach so, ich dachte, der wird gar nicht hier geöffnet. Der wird dort geöffnet. Das ist ja interessant. Okay. Der andere ging aber im extra Browserfenster. Ja. Deswegen hatte ich jetzt geklickt. Ich wollte jetzt eigentlich nicht. Eben. So, USA sind. Oh Gott, ist das klein. 20 Millionen? Nee, 11 Millionen. Was ist denn da unten? Okay. Ich sehe 3 Einsen. 4949. Ja. 11, 14, 9, 4, 9. 9, ja. Oh Gott, ist das winzig.
China. 8, 3, 9, 5, 9. Ja, 8, 9, 5, 9, außer dass es 5 ist. Was? 8, 3, 9, 5, 9. Aha, und die Germany ist 16, 40, 77. Ja. 40, nicht 45? Oh Gott, meine Augen. Das ist super klein. 16, 40, 77. Okay, jetzt müssen wir noch, müssen wir noch rechnen. Also China plus Deutschland sind 6, 3. Ich bekomme auf 2480036 für das Ding in der Klammer. Kann das jemand bestätigen? Ich habe die Zahlen noch nicht mitgeschrieben. Oh, verdammt, okay, okay. Ich habe noch einen Teil mitgeschrieben. Und die USA ist, das wäre dann 3-1. Ach, ich kann nicht mehr rechnen. Ich auch nicht. Dann darf ich nochmal die Zahlen aufrufen? Ja, ja, klar. Ich versuche sonst so lange mit dem Taschenrechner. Ich wollte gerade sagen, wäre jetzt kein Ehrendingsverlust, wenn man das jetzt mit dem Taschen... Also für mich war das jetzt China plus Deutschland, ne? Mhm. Ach, China plus Deutschland, ja dann. Dann! Ja, dann! Ja, dann. Wenn das so ist. So, ich habe die Zahlen. Mhm, mhm. Okay, dann kommen wir da wieder raus. Eins, 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 vier, neun, vier, neun, minus, 2, 5, 8, 0, 3, 6. Ich habe einen Übertrag. Ach nee, ich habe keinen Übertrag. Alles gut, 2, 4, 8. Also ich komme auf 8, 6, 6, 9, 1, 3. Das heißt, das Passwort wäre 9, 1. Also Teil A wäre 9, 1. Oder? Gehe ich mit? Ich habe es jetzt nicht berechnet, aber du hast das ja zum Taschenrechner eingetippt, ne? Aber es ist ja nur Teil, ja, genau. Aber es ist ja nur Teil A, ne? Wir brauchen noch Teil. Ach du meine Güte. Brauchen wir das jetzt? Wahrscheinlich schon, ne? Sonst könnte man es nicht anklicken. Ja, R gleich 3 will man nicht. Nee. Okay. Weiß jemand, wie die höchste R-Zahl war, die wir jemals in Deutschland hatten? Also wie der höchste R-Wert war? Hatten wir auch mal R2? Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie einen dunklen Kopf, dass es nur um R1 irgendwie ging. Plus mit dem Komma-Zahl dahinter irgendwie. Ja. Ich glaube, am Anfang irgendwie gab es schon nochmal Werte, die irgendwie Richtung 2 gingen, aber das war halt wirklich ganz am Anfang. Okay. Ich glaube, damit können wir jetzt noch nichts anfangen. Also am 21. Juni gab es wohl einen Ausreißer. Okay. In 2000. Da war es 2,03. Ansonsten habe ich gerade jetzt nur fix gegoogelt. 1, irgendwas. Immer. Ach, ist überall das Gleiche, wo man drauf... Wir brauchten noch irgendwas? Na, wahrscheinlich noch zwei Ziffern, ne? Mhm. Da, in dem Kittel, der da lag. Sehr schön. Wenn jeder 3 Personen mit dem Coronavirus ansteckt, sind nach 4 Ansteckungsgenerationen so viele Personen neu infiziert. Ah, okay. Ah. Dann nach 4 Ansteckungsgenerationen. Dann gehen wir nochmal zurück auf die Animation. Sollen wir das jetzt zählen? 3, 4, 9 mal...
9 mal 3. Erscheint da eine Zahl, wenn man mit dem Mauspfeil drüber geht? Kann man da? Nee. Ich glaube, das zählen wir doch jetzt nicht. Das sind doch auch gar nicht so viele, ne? Ist nicht hoch 3? Also hoch 3, ja. Genau. So, das heißt, wenn ich am Anfang mit einem starte, kommen in der zweiten Generation 3 dazu. Mhm. Zur nächsten Generation kommen ja dann 9 dazu, 3 mal 3. Mhm. Und in der nächsten Generation kommen ja dann nochmal mal 3, also 27 dazu. Dann sind wir ja schon in Generation 4. Nee, oder? Nee, bist du erst in N3, ne? Genau, ach so. Ach, das startet mit 0, okay. Mhm. Informatiker. Programmierer, alles startet mit 0. Seid ihr euch sicher, dass es so gemeint ist? Okay, ja, wahrscheinlich schon. Ne? Das heißt, 27 mal 3 ist 60. Ui, 64, du musst immer da, du musst doch aber die mitrechnen, die vorher schon infiziert waren. Also ja, die kann ich ja aufsummieren. Ah, okay, gut. Das wollte ich mal was. 27 ich aber mal mehr 3, als was Zweistelliges raus. Dann kriege ich aber was Zweistelliges raus. 81 aus dem Kopf. Stimmt, ja, 81 plus 27. Aber noch auch Freistellen, glaube ich, da. 131. 109. 100. Cool. Du hast recht, Henning, da kommt ja wirklich okay. Ja, 120 kriegt er raus. Nee. 25. Ja. 30 und 90, 121. Ach so, wenn die 1 noch mit dazu nehmen, die 0. Generation, dann 121, genau. Genau. Aber ihr dürft ja nur jeweils die bei der Generation neu hinzugekommen sind, zählen, oder? Doch, nur die? Ich hätte gedacht, wir sollen alle, oder? Ich muss doch die Zettel. Fragen nochmal lesen. Ja, würde nochmal auf den Zettel gucken, der, bei dem Kittel, der da liegt, am Schrank. Nee, neu infiziert. Ah, ja, du hast recht, dann sind es 81, oder? Ja. Echt, 81 nur? Okay. Das heißt, das Passwort wäre 9181? Wäre ein Versuch wert. Würde ich jetzt mitgehen. Okay. Yes! Yeah. Sehr schön. Das Labor. Willkommen in den 80ern. Genau. Das ist ein 5,25 Zoll Diskettenlaufwerk. Okay. Ja, guck dir das hier an, da links. Ach, schön. Mit Diskettenbox hier noch dran. Ja. Oh, Mensch. Aber du, das ist das Equipment, das man das so in der Wohnung hat. Aber die 3,5er. Die Box da. Sind sie? Stimmt, das ist ein bisschen... Ja, das war die Generation, wenn man 5,25 und 3,5 rechnet. Welches ist von denen jetzt die Turbo-Taste hier auf dem Rechner? Wo ist der Joystick? Damit konnte man von 4,77 MHz auf 8 MHz umstellen. Ich würde instinktiv die 5,25 Zoll Floppies sichern. Die gehen ganz schnell kaputt. Ihr glaubt gar nicht, wie schnell die kaputt gehen. Hier hinten, die Gläser sind klickbar. Aber die kann man gut als Hülle für CDs nehmen. CDs ist doch auch schon völlig outdated. Patient plus Medikament gleich freies Bett. Freies Bett. Mensch plus Impfung gleich auch freies Bett. Okay. Das wussten wir schon vorher, wa? Ja, aber das ist eine schöne Darstellung. Das kaufmännische Und hat mich gerade so irritiert. War das irgendwie so, das sah nach irgendwie einem halben Atom aus oder so. Nicht so ganz erkannt, was es darstellt. Nicht so kompliziert. Okay. What's next? Ist das nur Deko? Das sind genau so sehen Fotos aus, die im Büro und in den Laboren hängen. Ja, guck mal, der Tisch war doch bestimmt nicht so üppig gedeckt beim Firmenessen. So Stockfotos von Spritzen habe ich auch natürlich in meinem Büro. Ja, du, das wäre viel besser. Wer hätte nicht? Das, die Gläser sind der Zettel, okay. Die Gläser und oben drüber die Regale, diese Pappdinger auch hier. Das Handy ist nicht klickbar. Ich dachte, das ist irgendwas hier muss da noch. Oh, das ist diese Konsole vom Untermonitor. Mm. Ich klicke jetzt wahllos überall rum.
Vielleicht ist das Passwort doch irgendwo bei den Fotos versteckt. Man sieht ja, wo was ist, wenn sich der Mauscursor in so eine Hand verwandelt. Das stimmt. Habt ihr schon auf den Drucker geguckt? Liegt was im Drucker, was ausgedruckt ist? Damals hat man die Ergebnisse immer ausgedruckt. Ist aber nichts, okay. Im Laborbuch analysiert, aber da ist nichts. Ich finde dieses Handy daneben platziert. Absolut, das gehört da. Aber ist das überhaupt ein Handy? Aber es ist nicht klickbar. Also bei mir ja, zumindest ist es komisch. Falsches Jahrhundert. Erst noch mal ganz kurz auf die Fotos gehen. Vielleicht versteckt sich da doch noch irgendwas dahinter. Nee. Für irgendwas muss das doch gut sein. Ja, dachte ich ja auch, dass es irgendwas gut ist. Vor allem, weil du es vergrößern kannst. Oder siehst du hier irgendwas drauf? Aber, Patient, Medikament, Impfung. Das ist ein verstecktes Bild hinter dem anderen. Wo? Ach, da? Ja, das ist rausziehen? Ja. Kann man das alle blicken wie wild. Das geht aber nicht. Haben wir irgendwas, womit wir das Klebezeug lösen können? Na, das, also was wir hier haben, ist ja Patient, der oben links, Medikamente, stimmt, oben in der Mitte, eine Spritze für die Impfung oben rechts. Mhm. Ich weiß nicht, ob das unten in der Mitte eventuell. Aber. Ja, aber also wie passt der Tisch und der Hund da rein? Also der Tisch mit den Speisen, das könnte irgendwie so ein Markt sein, wo natürlich ganz gefährlich sich vielleicht ein Virus verbreitet, während der Hund, tja, ja. Ja, der hat das Virus angeschleppt, guck ihn doch an, wie der guckt. So ein niedlicher Hund, ja, ja. Kann es doch nicht anstecken. Ja, diese aber Augen. Dieser Markt, der sieht sehr verdächtig aus. Gibt es vielleicht irgendwas in diesem Bild, was... Ja, hier steht A, B, C, D, also Tabletten, Spritze, Bett, Happy. Okay. Ja, aber was... Keine Ahnung. Ach so, vielleicht ist das ein sind das Variablen sozusagen, ne? Das... Ja, das könnte sein. Wobei dann wäre das kaufmännische und dieses Pfeilsymbol irgendwie irreführend, ne? Das stimmt. Finden wir noch. Komm, wir gucken nochmal ein letztes Mal, ob wir was zum Anklicken finden hier irgendwo. Muss doch irgendwo noch was versteckt sein. Sonst müssen wir den Anruf in Anspruch nehmen, ne? Genau, sonst wir telefonieren. Na. Oh Gott, dieser Tower da unten rechts. Aber da ist nichts mehr zu klicken. Ich klicke jetzt hier wie wild rum. Aber das ist ja vielleicht doch die sein. Fotos, dass man denen vielleicht noch Buchstaben gibt. Aber man kann ja da nichts machen, oder? Ja. Ja gut, man könnte die Pillen haben wir drauf und die Spritze haben wir auf dem Piktogramm. Mhm. Und den Menschen haben wir. Also wir müssen Mensch plus kranker Mensch plus Medikamente machen, aber da passiert, ich weiß ja nicht, wie ich das machen soll. Ich kann ja nicht interagieren, oder? Aber vielleicht sind das ja die Buchstaben dann. Wie meinst du das? Na, die Spritze war ja irgendwie C oder so und Tabletten waren irgendwie B und Patient war A. Vielleicht ist es dann... Oder dass man das zählen muss vielleicht. Tabletten sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Spritzen sind es 2. Patientin sehe ich jetzt persönlich nur eine, außer wir zählen die hier unten, aber der sieht nicht aus wie ein Patient für mich. Nee, die sehen aus wie Mitarbeitende. Und dieses hüpfende Männchen, das ist der Hund, oder? Naja, ich hätte jetzt gesagt, vielleicht die Gesamtzahl an Menschen auf den Fotos oder 2 für die hier unten. Ach, das sind die glücklichen Wissenschaftler, klar. Juhu, wir haben den Impfstoff gekommen. Oder so. Casual also Day im Labor. Wir versuchen. Dann hätte ich jetzt 8212 oder 8213, je nachdem, wie die Zählung für diesen Menschen ist. Ah, warte mal, da müssen wir gerade nochmal gucken. Also dann hätte ich 18. Nee, Moment. Ach nee, A ist 8, B ist 2. C ist 1 und D ist 2, also 8212? 8212 oder 8213, je nachdem, wie da die Zählung funktioniert.
Suchen wir das, oder? Mhm. Ja, suchen wir. Ihr spiele Freaks. Das ist ja unglaublich. Wow. Cracks sind wir hier. Die Echse nicht ausführen, ne? Bei MP4, da kann ich schon Twist-Anteil. Ja. Gibt es überhaupt noch Echse-Dateien? Ja. Natürlich. Ja. Natürlich. Komm, wir lassen das Video mal laufen. Henning, schneide dich an. Aha. Wenn der Doktor sich das erst angucken muss. Oder tun muss. Das ist YouTube Antikörper. Im Labor, ja, gut. Wie greift das Coronavirus unseren Körper an? Das Virus verbindet sich mit unseren Zellen, bringt sein Erbgut in diese ein und vermehrt sich dann, wodurch unsere Zellen zerstört werden. Wie wehrt sich unser Körper gegen das Virus? Unser Körper ist dem Virus nicht hilflos ausgeliefert. Das Coronavirus besteht neben der RNA im Inneren aus zahlreichen Proteinen an der Oberfläche, um sich mit unseren körpereigenen Zellen zu verbinden. Diese Proteine bieten gleichzeitig aber auch Angriffspunkte. Denn das Virus gibt mit diesen Strukturen spezifische Informationen über sich preis, die von Antikörpern unseres Immunsystems erkannt werden. Diese Strukturen nennen wir Antigene. Gegen welches der Proteine von SARS-CoV-2 unser Körper Antikörper bildet, wissen wir noch nicht. Wurde das Virus durch das Erkennen dieser Antigene von unserem Immunsystem mit Antikörpern markiert, werden sogenannte Fresszellen angelockt. So kann sich unser Immunsystem ganz gezielt gegen das Virus wehren und es in unserem Körper unschädlich machen. Doch welches der Proteine ist ein Antigen? Die Idee der Impfung ist, den Körper mit den virusspezifischen Antigenen zu trainieren, sodass er bereits vor einer richtigen Infektion die benötigten Antikörper gegen das SARS-CoV-2 bildet. Doch um unser Immunsystem zu trainieren, müssen wir erst einmal herausfinden, welche Strukturen bzw. Proteine des Virus als Antigene von unserem Körper erkannt werden können. Dazu müssen wir die Oberflächenproteine genauer untersuchen und ihre Struktur nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip mit Antikörpern vergleichen. Ein Protein ist ein dreidimensionales Gebilde, welches aus einer langen gefalteten Kette von Aminosäuren besteht. Diese Kette bildet eine Aminosäuresequenz, die wir über die genomischen Daten des Virus beschaffen können. Wir können also aus diesen Daten der Aminosäuresequenzen der Virusproteine per Computersimulation die 3D-Strukturen der Proteine rekonstruieren. Und wenn wir sie danach dann mit den 3D-Strukturen der Antikörper von bereits genesenen Corona-Infizierten abgleichen, haben wir eine Chance, einen möglichen Impfstoffkandidaten zu finden. Wieder was gelernt? Ich hatte jetzt gerade so diese Sendung von früher, es war einmal das Leben im Kopf, wo dann die Männchen durchlaufen. Und wenn sie ihre kleinen Männchen losschicken, los, schließ diese Wunde! Ihr genau. Roten Blutkörperchen, oder weißen Blutkörperchen. Okay, also da haben wir jetzt quasi durch die Probe einer genesenen Person bereits den richtigen Antikörper. Okay. So eine Schraubenzieherform und zwei so Bälle. Das sind zwei hier so Alien-Ohren. Claudia, du hast das hochwissenschaftlich illustriert. Danke dafür. Bei mir heißen die immer, haben die immer die Sachen immer komische Formennamen. Also ich gebe Formen immer seltsame Namen. Okay. Das ist. Achso, warte mal. Fehlt noch die Echse jetzt, oder? Die Echse fehlt. Ja. Wo war das? Die Echse jetzt, oder? Ja, das war die Echse. Geben Sie hier Ihre Aminosäuresequenz ein. Sollen wir jetzt die Sequenz aus dem Video da reintippen? Ich weiß es nicht. Oder muss man also wahrscheinlich müssten wir gucken, also ich weiß nicht, haben wir im Video gesehen, wie die Sequenzen zu diesen zwei Formen sind? Eine Sequenz war ja drin, aber ob das jetzt genau die war, müssten wir nochmal gucken. Wie viele Stellen waren das denn nochmal? Viele. Das wird schon hinhauen. Die Stellen können hinhauen. Acht. Ja, das Video mal durchspulen, vorspulen. Okay. Wie greift das Coronavirus unseren Körper an? Ich kann das nicht spulen. Könnt ihr das spulen?
Das Virus verbindet sich mit unseren Zellen. Och, come on. In das, ein, das ist doch jetzt fies. Ja, wie werden pausieren? Nee, pausieren geht auch nicht. Doch, okay, pausieren geht immerhin. Nee, nur bei dir denn. Bei mir unser Körper ist dem Virus nicht hilflos ausgeliefert. Das Coronavirus besteht neben der RNA im Inneren aus zahlreichen Proteinen an der Oberfläche, um sich mit unseren körpereigenen Zellen zu verbinden. Diese Proteine bieten gleichzeitig aber auch Angriffspunkte. Denn das Virus gibt mit diesen Strukturen spezifische Informationen über sich preis. Wo bitte taucht in diesem Video eine Sequenz von 8 Zahlen, von 8 Ziffern auf? Im letzten Drittel irgendwo. Okay. Der Proteine von SARS-CoV-2 unser Körper Antikörper bildet, wissen wir noch nicht. Wurde das Virus durch das Erkennen dieser Antigene von unserem Immunsystem mit Antikörpern markiert, werden sogenannte Fresszellen angedockt. So kann sich unser Immunsystem ganz gezielt gegen das Virus wehren und es in unserem Körper unschädlich machen. Ich mag das Wort Fresszellen, das klingt so brutal. Doch welches der Proteine ist ein Antigen? Ich glaube, jetzt kommt es gleich. Okay. Die Idee der Impfung ist, den Körper mit den virusspezifischen Antigenen zu trainieren, sodass er bereits vor einer richtigen Infektion die benötigten Antikörper gegen das SARS-CoV-2 bildet. Doch um unser Immunsystem zu trainieren, müssen wir erst einmal herausfinden, welche Strukturen bzw. Proteine des Virus als Antigene von unserem Körper erkannt werden können. Dazu müssen wir die Oberflächenproteine genauer untersuchen und ihre Struktur nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip mit Antikörpern vergleichen. Ein Protein ist ein dreidimensionales Gebilde, welches aus einer langen gefalteten Kette von Aminosäuren besteht. Diese Kette bildet eine Aminosäure-Sequenz. Ich sehe das gar nicht. Ich sehe mir an einer anderen Stelle vom Video wahrscheinlich als ihr. Ja, das spielt irgendwie nicht gleichzeitig ab beim zweiten Mal. Du hast wahrscheinlich mal Pause gedrückt oder so. Aber die 8 Buchstaben sind gut zu erkennen, ja. Mhm. Habt ihr sie? Ja. Versuchen es einfach mal. Boah, was ist das für eine Schriftart? Was zu der Einrichtung? Ja. Das Smiley-Symbol. Smiley-Virus. I can't do more. That's it. Kannst du da jetzt nochmal was eintippern oder ist das jetzt gesperrt? Vielleicht müssen wir einfach die Sequenz irgendwie ändern, dass das, bis die Form da kommt. Aber das sind ja unendlich viele Kombinationen, oder? Nee, ja, welche Form willst du? Die mit dem Schlüsselschraub sind oder welche meinst du? Ja, genau. Hätte ich jetzt. Also das wäre, wenn ich jetzt hier einfach mal ein E hinmache. Das ändert sich aber nicht bei mir. Nee, bei mir ändert sich es auch nicht mehr. Habe ich da sonst aber was getan? Kann man das dann irgendwie im Huch! Ich verstehe es nicht. Wir werden angerufen. Dann wirst du klicken, das kommt automatisch. Nee, jetzt geht das Telefon. Mein System meldet Eindringlinge. Sie müssen wohl die Retter der Menschheit sein? Und dass ich nicht lache. Sie haben es vielleicht hierher geschafft und mein Passwort geknackt. Dazu kann man Ihnen fast gratulieren. Jedoch werden Sie niemals genug Informationen in diesem Raum finden, um die Aminosäuresequenz und damit meinen Antigenkandidaten für den Impfstoff herauszubekommen. Suchen Sie also gerne verzweifelt in meinem Labor nach Hinweisen, während die Welt mir zu Füßen liegt und ich den Reichtum erlange, der mir für meinen Fund auch zusteht. Wer ist jetzt dieser Charakter? Mr. Evil? Ich glaube, das ist der, den wir verfolgen, glaube ich. Okay. Wir verfolgen jemanden? Wir wollen einfach nur einen Impfstoff kriegen, dass da jetzt ein Bösewicht kommt, der Geld mit dem Virus verdient. Das ist ja sehr Conspiracy. Ja, total. Ja. Und das Kanada. Ja, das habe ich auch gedacht, ne? Da unten Kanada. Mein System meldet eindringlich. Ja, ist gut. Ist das jetzt Mr. Kanada für uns? Zeigt der Bildschirm gerade irgendwas anderes oder war das die ganze Zeit so, dieses blaue Fenster? Ah, ja, gut. Das Handy geht jetzt.
Mein System meldet Eindringlinge. Sie müssen wohl die Retter der Menschheit sein? Und dass ich nicht lache. Geht jetzt was anderes? Ist aber auch so nett, dass er uns sagt, ja, wir werden nicht den... Hier geht's weiter. Ja. Ah. Antigenkandidat 1, Antigenkandidat 2. Ja, toll, aber wir haben doch nur den einen gefunden bisher, ne? G-A-K-G-N-K-P-E. Wir können es ja mal eintippern, vielleicht passiert. Aber dann, achso, ich dachte, man hätte da den zweiten gebraucht. Ja, okay, ja, stimmt schon. K-G-N-K-P-E. Nee. Achso, und dann Semikolon und dann den zweiten. Ach, ja, halt. Nee, das Eine UV-Lampe. Die will man nie benutzen. Das sind immer komische Sachen. Okay, schalt mal ein. Wow. Schön. Ja, guck mal da. Ach. Mensch. E-V-G-K-L-G-N-A. Und da unten ist auch noch eins. Das sind die zwei. Ach, das sind die zwei P-M-G-K. Ach, da oben ist auch noch eins. Das sind aber viele. Aber das da oben ist das, was wir aufgeschrieben haben. Das ist auch noch eine. Ja, ja, immerhin, dann, ja. Dann müssen wir jetzt gucken, welche die richtigen sind in dem Dingsbums da. Das müssen wir durch dieses Experiment da durch die Excel-Datei jagen, oder? Genau, wir müssen die alle mal aufschreiben, ne? Schreibst du, Fassi? Genau, mache ich. Haben wir vorhin schon geschrieben. Das ist genau, das da oben haben wir schon. PMGKV, KV, GKV, gesetzliche Krankenversicherung. GAA und KMN, KVG, Kölner Verkehrsgesellschaft, Entschuldigung. Hattest du hier GVG schon? Ja. Na? Ja. Okay. So, dann. Gebe ich dir jetzt nochmal ein. Also wir hatten das GAKGNKPE, das hatten wir ja schon herausgefunden. Aber das sah ja fast Alien. Das sah ja auch schon richtig aus, ne? Ja. GNA. Nee, das ist falsch. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen vielleicht aber PMGVKGAA. Oder auch nicht? Nee, bei mir auch nicht. Sagen wir so, das Vorangegangene erzielt immerhin überhaupt ein Ergebnis. Vielleicht ist das schon der ganze Sinn der Übung, oder? Dass man diese beiden Formen jetzt einmal gesehen hat. Aber wir brauchten ja eigentlich was noch wie so ein Stempel aussah. Das ist es aber auch. Okay, das ist noch was Drittes. Habe ich mich eben vielleicht bei einem vertippt. Ja, wahrscheinlich, ne? PMGKV. Entschuldigung, KVGAA. Ja. Das ist es. Ja, das stimmt. Okay. Okay, dann habe ich jetzt hier 1 und 2. Okay. Das heißt, jetzt können wir das da eintippen. Mhm. Okay. Gut, also G-A-K-G-N-K-P-E. Wenn er jetzt jemand einschaltet. G-N-G-K-V-G-A-A. Yes! Oh, hier, unser Biotechnologe. Wir brauchten wir doch erst an vierter Stelle. Viel Spaß für die Sequenz. Werden die Antigene herstellen und ihnen postalisch zukommen lassen? Das klingt ziemlich gefährlich in meinen Ohren. Ich wäre dagegen, aber... Ja, genau. What? Hier folgende Webseite. Okay. Ach, jetzt geht aber ein extra Fenster auf. Mhm. Das kann ich jetzt... Jetzt müsste ich nochmal neu den Bildschirm teilen. Oder wir lesen die Frage vor. Wir sollen jetzt einen Zwischenbericht an das Ministerium senden, das Gesundheitsministerium. Okay. Oh mein Gott, das sind ja viele Fragen. Ich stehe auch gerade fest. Sie haben die Analyse des Virus abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Bringen Sie noch einmal die 6 Phasen der Impfstoffentwicklung in die richtige Reihenfolge, um sich einen Überblick zu verschaffen. Ach, herrje. Wissen wir das noch? Molekular, Statistik, Biophysikerin, Biologen, Virologen, Humanmediziner. Krass. Das hier? Das steht hier aber nicht.
Das zweite, Analyse des Virus, Design des Impfstoffs, Erprobung mit Zellen, Tieren, Erprobung mit freiwilligem Zulassungsverfahren, Massenproduktion, oder? Ja, ich würde sagen, was haben Sie als wirksames Mittel zur Entfernung von Viren herausgefunden? Seifenlauge. Richtig oder falsch, Bakterien sind größer als Viren. Na? Kommt auf Mikroskop an. Falsch. Da haben Sie ja sogar die Skala dran gehalten. Klar, oder? Sie waren größer. Wir mussten doch auf das Elektronenmikroskop, was so aussah wie ein Lichtmikroskop, wechseln. Das Gesundheitsministerium, die Gesundheitsministerin meldet eine Basisproduktionszahl von R gleich 3. Was bedeutet das für uns? Es gibt 3 Ansteckungsgenerationen. Jeder steckt 3 weitere Personen an. Die Infiziertenzahl verdreifacht sich. Es handelt sich um ein exponentielles Wachstum. 3 Menschen sind infiziert. 3 Menschen sind infiziert wäre wirklich witzig bei R gleich 1. Oder bei R gleich 0,9. Das ist eine Lernerfolgskontrolle. Ich glaube auch. Meine Güte. Wir müssen jeder steckt 3 weitere Personen an. Ich, du kannst auch mehrere klicken, ne? Oh. Was ist Kernbestandteil des von Ihnen erforschten Impfstoffs? Antigen, Antikörper, mindestens eines der Oberflächenproteine des Coronavirus. Antigen? Ihr müsst schon helfen. Ich hätte auch Antigen getippt. Ja. Womit markiert das Immunsystem Coronaviren, damit sie von den Fresszellen gefressen werden können? Antigen, Bakterien, Antikörpern oder Giftstoffe? Mit Antikörpern, ne? Antikörper, ne? Oder ist es genau umgedreht? Nee, also Antigen waren ja doch die Strukturen auf der Oberfläche, oder? Ja. Aber dann wäre das, okay, gut. Ich dachte, naja, wir finden das gleich raus. Vielen Dank für Ihren Zwischenbericht. Der Zugangscode für das Experimentallabor lautet Impfstoff-testen. Okay, absenden. Jetzt finden die raus, wie schlecht wir waren. Ach, guck mal, ich krieg noch hier richtig, wir hatten alles richtig. Yeah. Yippie. Nee, warte, oh nein, wir hatten eins vergessen. Ach, verdammt, habe ich zu schnell geklickt. Ich habe es nochmal angezeigt. Genau, wir hatten vergessen, mindestens eines der Oberflächenproteine des Coronavirus gehört zum Kernbestandteil des Impfstoffs. Oh. Gut, dass Sie uns trotzdem rauslassen aus dem Raum, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir hätten offensichtlich bei Basisreproduktionszahl auch noch anklicken sollen, zusätzlich zu jeder steckt 3 weitere Personen an. Es handelt sich um ein exponentielles Wachstum. Aber die Basisreproduktionszahl, das liegt ja nicht an der 3. Das könnte ja auch eine 5 oder eine 2 sein. Das wäre immer noch exponentielles Wachstum. Das ist richtig. Aber es ist ja 3 gefragt gewesen. Ja, okay, gut. Naja. Gut. So, wir sind in einem moderneren Labor gelandet. Ja. Buchstabe 7000 ist 8. Stelle. Zweiter Buchstabe ist 40, 20. Stelle. Was? 7000, vielleicht das Wort 7000 oder so, macht das Sinn? Vielleicht finden wir das auch noch woanders. Hm. Also, ich denke auch, dass wir irgendeinen Zusammenhang finden werden. Ja, ja. Na, da ist es doch schon. Ich höre irgendwas, aber ich weiß nicht, ob das... Es wird immer lauter, ne? Es wird auch mal was anderes. Ja, ich glaube, dass, weil da immer mehr Menschen beteiligt sind. In Phase 1 geht es erstmal um die Sicherheit. In Phase 2 um die Dosis. In Phase 3 um die Wirksamkeit. Ich weiß nicht, ob da immer mehr Leute getestet werden und deswegen lautere Geräusche, also lauteres. Ja, in den Studien, die Probandengröße wird größer, ja, ist richtig. Ich finde es gerade schön, dass es so einen MP3-Zettel gibt hier. Ja, stimmt, ja. Hast du keine MP3-Zettel zu Hause?
Ja. Nee, die sind mir ja gerade ausgegangen. Habe ich nachbestellt, aber Lieferengpässe, Chips und so, weißt ja. Stimmt. Problem kenne ich. Das ist eindeutig Phase 3, ganz viel Ton. Das ist Phase 2, also grün ist Phase 3, pink ist Phase 2 und blau ist Phase 1. Blau, pink, grün, schreibe ich mir auf. Also von der Lautstärke der Leute, die quatschen, mhm, oder? Ja, ja. Sonst kann man nichts mehr abklicken, oder? Ist das wirklich der Zettel gemeint, nach den Phasen quasi 40 Leute? Aber also was die 20. Stelle sein soll? Na, von den Wörtern auf dem MP3-Zettel. Ah, das dann. Ah, sein. Ja. Dann ja. Wäre der. Das zu sein, ja. Der. Man muss raushören, also die 7000 Leute war das die Phase 3, ne? Genau, das wäre von der erste, nee, der erste Buchstabe. Aber dies wäre die 8. Stelle, das heißt, das ist ja falsch rum. Also der erste Buchstabe sind bei den 1000 Leuten, das heißt Phase 3. Und da der 8. Buchstabe, das wäre P. Ja. Sie meinen Zeichen, nicht Buchstabe. Ja, Entschuldigung. ist ja deren Fehler, nicht deiner. Und dann der zweite Buchstabe ist bei 40 Leuten, genau, 1 und dann die 20. Stelle. Oh Gott. Ist das E von Humane, würde ich sagen. Ich komme zum selben Schluss. Und dann wäre das beim letzten der 18. Buchstabe. Das müsste ja dann das I von Dosis sein. APII. Ja, voll ehrlich Institut. Das macht voll Sinn. Wir sind solche Genies. Ja. OVNN, hol uns hier raus. Lass uns in die Schublade rein. So, was passiert? Nee. PEI. Vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit. Mein Team und ich haben euch aus den beiden Antigenkandidaten zwei Impfstoffe designt und hergestellt. Wir hoffen sehr, dass einer der beiden sich auch im Experiment mit der Blutprobe des genesenen Patienten als vielversprechend herausstellt. Viel Erfolg! Ja, los geht's. Wir sind nah dran. Auf die Farben da. Kann man die sich nochmal angucken? Oh, stimmt. Nochmal in der Schublade vielleicht? Huch, Entschuldigung. Nee, da kommt was anderes jetzt irgendwie. Nee, das war hier oben links. Das, weil ich gerade auch klickt habe auf den Schluss. Nee, da oben links, das ist hier so ein. Aber wir sehen die Farben halt gerade nicht mehr. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, da jetzt was zu tun. Ne? Können wir die Schublade nochmal öffnen? Nee. Bestimmt, aber die nicht. Oh Gott, einmal nicht aufgepasst. Ja. Einmal nicht mitgeschrieben. Ah, warte, hier links. Ah, oh, ganz hinten. Warte, ich gehe nochmal zurück. Hier, da wo mein Mauszeiger jetzt ist. Ach so. Okay. Und steht ein Fluoreszenzmikroskop. Hallo, wir sind echt geupgradet. In der gerade Buchstab eben noch 5,25 Zoll Disketten, jetzt ein Fluoreszenzmikroskop. Ja, der Aufstieg. Okay, jetzt machen wir was? Ich schreibe gerade die Farben auf. Das ist schon mal gut. Den Kies, Gelb, Lila. Okay. Der Blutkörper ist der Antikörper erhalten. Er wurde bereits mit einem Fluss in den Marker verbunden, um ihn unter diesem Mikroskop sichtbar zu machen. Das heißt, Probe einlegen. Ich rufe jetzt Mr. Kanada wieder an. Oh Gott, ja. Habe ich Ihnen nicht deutlich empfohlen, zu verschwinden? Was glauben Sie, was passiert, wenn Sie der Welt den Impfstoff zur Verfügung stellen? Die Menschheit wird sofort alle ihre Anstrengungen und Stunden, Tage, Wochen der Arbeit
und Bemühungen vergessen. Oder schlimmer noch, sie dafür lynchen, dass sie zu lange gebraucht haben und nicht von vornherein die Ergebnisse ihrer Forschung kannten und kommunizieren konnten. Ihr Leben wird sich kein Stück verbessern, keine besseren Arbeitsbedingungen, Gehälter, nicht einmal Anerkennung. Die Regierung wird den Impfstoff an sich reißen und ihr werdet nichts dafür bekommen. Schließt euch mir an für ein besseres Leben voll Anerkennung und Reichtum, so wie es Menschen mit unserem Intellekt verdient haben. Ach so, ein FDPler, ne? Entschuldigung. Ah, wie es Menschen mit unserem Intellekt verdient haben. Müssen wir jetzt die Probe nochmal einlegen? Weil der uns ja unterbrochen hat gerade. Nee, ich glaube nicht. Hast du denn die Farben mitgeschrieben? Ich habe die Farben mitgeschrieben. Der wollte uns nur kurz demoralisieren, oder? Das war jetzt überhaupt keine Fährte oder so. Ja, aber ich weiß nicht, wenn wir jetzt Experiment starten, ob wir dann schon den Code brauchen für die Farbe, weißt du? Oder also ich klicke einfach mal starten. Ach so. Impfkandidat aufgetragen. Könnt ihr auf das Display klicken, dass das ranzoomt? Nee. Mhm. Nur die zwei Spritzen können wir auf. Jetzt haben wir beide aufgetragen. Es doppelt hält besser. Nee, ich keine Ahnung. Die untere macht's grau. Ah, okay. Ah, die obere macht's grün. Die obere macht's grün. Stimmt wohl. Dann heißt es, wir müssen die obere mit der oberen Farbkombination wahrscheinlich jetzt mal irgendwas in das Farbkreisel-Ding, ne? Gehen. Warte, hier hin. Aber ich weiß nicht genau, wie wir das jetzt machen sollen. Ja, die Buchstaben einfach dann aufschreiben, die da bei den Farben stehen. Also die obere war, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Ja, klar. Die obere war, ich habe die nämlich nummeriert. Das ist meine 1, okay. So, das wäre dunkelgrün. Z. Dann rot. Z oder D? Mhm. Das ist die Frage, ne? Mal beides aufschreiben und dann gucken. Mhm. Was ich sage, das war mal dunkelgrün, glaube ich. Okay, das also nächste? Das erste ist dunkelgrün, das zweite ist rot. Mhm, ja. Dritte ist hellgrün. Ja. Dann blau. Dunkel oder hellblau? Das andere ist türkis, blau. Okay. Ja. Wow. Und lila. Du meinst pink. GS. Okay, ich habe die Buchstaben mitgeschrieben, aber ich weiß nicht so ganz, was wir damit tun sollen. Weil für mich sieht das so aus, als müsste man eigentlich dieses Grüne hier, weißt du, dieses... Das sieht hier aus, wenn man es drehen muss, ne? Das, genau, als müsste man es drehen. Ach so. Ja, ah. Aber man kann nichts drehen. Deswegen das heißt, man muss es im Sinn drehen, sozusagen. Mhm. Vor dem inneren Auge. Oh Gott. Aber das ist mir jetzt zu hoch. Okay, das heißt, das hier ist nicht auf der Seite, sondern viermal nach rechts gedreht. Heißt nicht Z, 1, 2, 3, 4, sondern G. Mhm, Moment. Oder? Ja. G oder S, ja. Das ist genau gegenüberliegend, ne? Mhm. Aber warte mal, aber das wäre dann nicht G oder S, sondern es wäre G oder U. U. Ach du meine Güte. Ich weiß noch nicht mal mehr, wo wir das eintippern müssen, aber. Nee, wir haben noch gar keinen Hinweis, ne, wo das rein muss. Dann wäre Rot ja entsprechend U oder N. Nee, ja. U oder A, oder? Weil der dritte Kreis ist, geht ja noch, der dreht sich ja auch noch mal. Aber nur eins weiter, oder? Damit es hier unten drunter liegt, oder? Ich hätte jetzt auch gedacht, wenn wir das alles so drehen, dass es hier durchgeht, diese Spitze, dann liegt der U hier und N da. Oder habe ich jetzt einen Denkfehler? Nee, ich hätte das jetzt auch so gemacht wie du, Aaron. Wir haben übrigens Henning schon völlig abgehängt. Total. Der sagt jetzt 20 Minuten gar nichts. Hellgrün wäre dementsprechend S oder S. Okay.
Dann war das bei der zweiten Spritze, wo seid ihr jetzt? Ich bin gerade irgendwie auch mit hinterher. Nee, bei der ersten Spritze, aber wir drehen jetzt. Erste Spritze habe ich nach dem Drehen irgendwie googelstens. Okay. Das kann ja nicht sein. Naja, doch schon. Ja, doch. Aber, also warte mal, wenn das jetzt hier gedreht wird, dann. L und A, ne? Ich bin mir gerade. Ja, L und. Nee, nicht A. Doch, L und A. Ja, Entschuldigung, du hast recht. L und A. Und dann? Lila wäre Z und U. Bringt uns das weiter? Also das heißt Gussels. Okay, also wir kriegen kein Wort raus oder sowas. Und unten drunter kommt Unsau. Nee. Unsau. Unsau. Aber guck mal, hier hinten kann man was eintippen. Da, hier oben, da, das da. Hm. Mit viel Glück wirkt einer der beiden Impfstoffe, dann kann hier der entsprechende Code Dr. Sethiawan mitgeteilt. Okay. Gussels. Was, ne, ja. Ja, ne? Das funktioniert aber nicht. Müssten das nicht deutlich mehr Buchstaben sein? Ja, ich weiß nicht, macht man die untereinander oder nebeneinander oder wie macht man das? Ich hätte jetzt nacheinander eingetippt, so wie. Also G, U, U, M, S, S, L, A, Z, O. Okay. Nee. Scheint falsch zu sein. Huns dazu. Huns dazu. Ja, oder erst Gussels und dann Unsau noch dahinter. Ja. Gussels. Nee, das ist ein N zu viel. Ja, ist ein N zu viel. Gussels Unsau. Nee. Unsau. Gussels. Haben wir uns irgendwo vertan? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oder brauchen wir noch irgendwas in dieses. Lass uns noch mal kurz. Experiment starten. Ich bewundere eure Beharrlichkeit. Das ist die erste Probe, weil die aufleuchtet. Genau. Grün, rot, hellgrün, blau, lila. Passt. Hm. Aber unten sind andere, waren die auch mit drin in dem Farbdingsen? So, das ist ein ganz anderes Spektrum. Ich glaube, orange war orange drin. Da sagst du eben. Man kann noch mal gucken. Doch, glaube ich schon. Ja. Doch, okay, sorry. Ich bin mir nicht sicher. Also vielleicht haben wir da auch mit dem Drehen uns zu sehr verkünstelt und man muss da gar nichts drehen und es wäre einfach ZLQG, also das ohne zu drehen. Aber das wäre, warum sollte man dann diese... Die Spitzen sind irritierend, ne? Mhm. Und bei Orange ist auch irgendwie kein Buchstabe auf der innersten. Ist auch seltsam. Das stimmt. Oder muss man das so drehen, dass es quasi, dass die Spitze schon richtig ist und die anderen nur quasi drehen, dass es nicht da lang geht? Das ändert ja aber nichts an der, also ob der Strich hier lang geht komplett oder da oben lang oder so, das ändert ja nichts an der Reihenfolge. Also ich würde an dieser Stelle jetzt mal den Telefonjoker nehmen. Echt schon? Nee. Also ich überlege gerade, ich glaube, wir haben beim zweiten bei Pink. Nee, das zweite war nicht pink, oder? Was war das? Das zweite war rot. Rot. Das muss ja das Gegenüber sein. Und das noch eins reingedreht, das N. Ja, nee, das stimmt schon alles. Ja, aber ich denke mal, eine Probe ist der innere Ring und eine ist der mittlere Ring. Ah. Ja, dann hätten die Ringe jedenfalls mal eine Bedeutung. Ich meine. Aber der andere Impfstoff wirkt ja nicht, oder? Haben wir das falsch interpretiert mit dem macht keine Farbe? Stimmt, stimmt. Das war. Verstanden da gerade, wenn die Probe leuchtet, war was? Bitte? Wurden die Antigene vom Impfstoffkandidaten vom Antikörper erkannt? Das heißt, wir wollen die leuchtende Probe eigentlich finden, ne? Ja, und die hier macht nichts und die hier macht grün. Okay. Und die kleinere Spritze macht grün, deswegen ist es der innere Kreis und nicht der äußere große Kreis. Kann das sein? Von dem Ach, da müssten wir nur Unsau eingeben. Mhm. Mal probieren. Aber hast du ja schon gemacht. Habe ich? Du es ja schon. Nee, naja, du hast es. Oder musst du Enter drücken zum Bestätigen? Na gut, das war es auch nicht. Ja. Nee. Das ist eine gute Idee mit der kleineren und größeren Spritze, aber war es nicht.
Aber war die kleinere wirklich unser? Das können wir nochmal checken. Ja. Also UNS hatte ich, also U und N hatten wir ja eben nochmal geprüft. Dunkelgrün ist das erste. Mhm. Oder? Nee, ja. Nee, da, wir können schon beim dritten anfangen. GU, also und UN ja, war schon richtig. Mit der dunkelgrün, dann ist der erste Buchstabe ein S. Richtig? Wenn wir sagen, nee, das kleinere hier nehmen, dann ja. Haben wir das kleinere schon mal probiert? Das größere haben wir doch jetzt probiert, glaube ich. Das größere war das Google. Ja, aber das kleine war Unsau. Also das war ja ein U. Das dunkelgrün. Das kann ja. Es kann doch gar kein Unsau sein. Das erste Buchstabe wäre dann ein S. Ach nee, wie Quatsch. Wie haben wir das denn eben gemacht? Du musst nein, es ist Quatsch, einstehen? Ist Quatsch. Ich habe Quatsch erzählt. Ja, ich auch. Warum blinkt da eigentlich ein Cursor an dem dunkelgrünen Farbbalken? Hat das irgendeine Bedeutung? Kann man da hinklicken? Kann man da irgendwas schreiben? Nee. Das sah hier nur so aus. Schade. Okay. Sah hier aber auch so aus. Wollen wir uns doch mal Telefonjoker anhören? Ja, genau. Ja, komm. Ich bitte darum. Jetiva, gut, dass Sie sich melden. Haben Sie die Blutprobe in das Mikroskop eingelegt und getestet, welcher der Impfstoffkandidaten die Proben zum Leuchten bringt? Ja. Okay, das war Tipp Nummer 1, okay. Soweit waren wir. Ja. Mit der Drehscheibe können Sie dekodieren, welche Farben auf den Spritzen mit welchen Buchstaben zusammenhängen. Achten Sie auf die schwarze Markierung. So weit waren wir auch schon. Mensch. Sie wissen nicht, welchen Code Sie mir senden sollen, um die Erprobung des Impfstoffes in meiner Forschungsgruppe zu starten? Da Sie den Kandidaten bereits ermittelt haben, verrate ich Ihnen den Code. Er lautet Zulassung. Was? Rückwärts lesen! Nein! Oh Gott! Nein! Also irgendwie sind wir genial und bescheuert gleichzeitig. Das heißt, die Farben habe ich einfach falsch rum aufgeschrieben und dann ergibt sich das rückwärts. Okay. Genau, und dann ist auch der Lehre hier. Ja. Okay, wir waren prinzipiell richtig unterwegs. Genau, es war noch war viel kleiner. Gutes dran, würde man in ihrer Unsau. Vier Monate später, oh mein Gott. Oh nee. Wir sitzen immer noch an der Scheibe. Großartig. Sie haben es geschafft. Dank Ihnen kann der Impfstoff nun an Dr. Yilmaz ans Universitätsklinikum zur Erprobung mit Freiwilligen gegeben werden. Die klinische Phase kann starten. Herzlichen Glückwunsch. Als Ausdruck des Dankes von mir und der gesamten Regierung erhalten Sie im Anschluss ein Dokument, in dem Ihnen Ihr Expertenteam nochmal alle Informationen zum Coronavirus zusammengetragen hat. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Da experimentieren wir selber mit diesem Virus und dann kriegen wir uns die Ergebnisse nochmal vorgestellt. Wir kriegen jetzt ein PDF, ist doch schön. Ja. PDF von der Regierung. Die Regierung und nochmal ein Video extra für Henning. Das mit dem Abspann ist aber schön. Ja. Gewonnen. Geschafft. Wir mussten nur einmal einen Telefonjoker ziehen. Für die Unsau. Ja, für die Unsau. Das ist echt zu gut. Aber das ist echt ein schönes Spiel gewesen. Ich fand das ja richtig schön. Yep. So typisch Escape Game-mäßig. Also wenn man da schon öfter so das gemacht hat, dann kommt einem das auch bekannt vor mit den Rätseln, mit den Zahlen und Buchstaben und so. Also es schon bringt echt Spaß. Henning muss einfach ein bisschen mehr Escape Game spielen, dann wird es auch was. Ja, ich brauche eine bessere Internetverbindung. Ja, schöne Entdeckung, das Ding. Also, ja. Gott, das hat 10 Seiten. Ich fand aber wirklich schön, dass es auch so geführt war, ne? Dass man quasi ja nie so komplett in der Luft hing, an den Rätseln teilweise auch. Ja,
Es gab halt immer Hilfestellung zur Not. Stimmt, das ist gut, weil sonst würde man zwischendurch dann auch einfach mal an irgendeiner Stelle keinen Bock mehr haben, oder? Ja. Jetzt gerade das mit den Farben, wir hätten das ja alles nochmal prüfen können, aber irgendwann ist man auch zerdacht. Und wir waren ja gut, wir hatten es nur falsch. Und mit dem großen und kleinen Buchstaben, das ist natürlich, also mit dem oben und unten, das ist natürlich auch so ein Ding. Zack. Ja, das ist natürlich auch eine Option hier, einfach meine Bildschirmfreigabe. Das ist der andere Teil des Abspanns, der Forschungsstromabspann quasi, oder? Stimmt. Aber wir müssen ja nicht mal mehr einen neuen Termin ausmachen, das haben wir doch schon, ne? Ja, so. Haben wir den Impfstoff entwickelt, ne? Der jetzt gerade hier. Wir haben die Welt gerettet, kann man sagen. Welcher war das denn jetzt? Dank hervorragender Gäste. Ich muss sie wirklich mal loben. Das war ja wirklich toll, euch zuzugucken. Ich meine, ich habe kaum was gemacht, aber es wird so routiniert und so teammäßig. Und hast du aufgeschrieben? Ja, so fand ich gut. So, hat mir gefallen. Ja, wir haben jetzt hier schöne Erinnerungen mit Notizen. Ja, genau. Gut. Cool. Finde ich super. Ich finde das immer schön, wenn man dann so muss. Sag ich immer, ich mache immer ganz strukturierte Notizen. Ich weiß genau, was ich tue. Bring das deinen Studierenden so bei, bitte. Ja, von der Handschrift her hättest du auch Arzt werden können. Ja, locker, ne? Ist aber immer schön, wenn du in einem Monat oder so den Blog nochmal durchblätterst, dann weißt du genau, das war das Spiel. Das stimmt, also tatsächlich lasse ich die ja auch immer so da und ich mische ja auch Arbeit und Privates. Das heißt, also hier habe ich irgendwie, keine Ahnung, was für ein Escape-Game das war, aber da habe ich irgendwie so Formen aufgemalt, ich weiß es nicht mehr. Und die nächste Seite ist dann irgendwie Update installieren, Shownotes schreiben. Ja, fragt mich. Ach, schön. Ja, super, das hat Spaß gemacht. Wir sollten öfter spielen. Ja, wenn es was mit Viscom gibt oder Wissenschaft, dann auf jeden Fall. Gut. Tobi meint, wir haben das wirklich toll gemacht. Vielen Dank. Warte, das müssen wir noch ganz kurz, das Lob noch einmal ganz kurz hier anwenden. Just for us. Damit es im VOD auftaucht. Genau. Ist auch schon entschieden, ob das jetzt lila oder pink war, das ist auch schon klar. Ich fand das pink. Der Pinky und der Brain. Ja. Genau, vor allem die Gäste haben da hier gut gemacht. Sehr gut. Super. Das heißt, wir könnten diesen Forschungsstrom beenden, ne? Und nochmal kurz sagen, wann treffen wir uns zum nächsten Mal? Ich habe es jetzt tatsächlich nicht parat. Am 4. November. Das ist wieder der erste Donnerstag im Monat. Und das dann klingt wir wieder. So bald. Das ist ja schon in 2 Wochen. Das ist schon in 2 Wochen und ich habe ungefähr 15 Themen, über die ich gerne sprechen möchte. Jetzt muss ich mich für eins entscheiden. Das wird schlimm. Oder wir machen einfach, wir streamen die ganze Nacht durch und machen alle Themen. Ja, oder ich mache das Best of der letzten 3 Wochen Wissenschaft, was sich alles bei mir angesammelt hat. Mal gucken. Ja, dann nochmal vielen Dank an euch. Danke, Gesine, fürs Dabeisein. Ja, total Spaß gemacht. Und OVNN. Dann läuft jetzt hier der Abspann und wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Dankeschön. Alter Frische. Tschüss. 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 Schnick, schnack, schnuck.